Heute in Brisant bei uns. Sturmtief Sabine legt noch mal nach. Auch in die ja, würden Sie eigentlich erste Hilfe leisten und den Notruf wählen, wenn jemand Fremdes in Not geraten ist? Wir haben den Test gemacht mit einem unglaublichen Ergebnis. Und endlich gibt es das bewegte und geheimnisvolle Leben von Musiklegende Frank Sinatra als Musical. Und wir waren bei der Premiere mit dabei. All das und mehr gleich in Brisant. Ich freue mich sehr auf Sie. Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Dienstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielleicht haben Sie auch noch in der Nacht irgendwas von Sturmtief Sabine mitbekommen. Größtenteils hat sie sich zwar verzogen, hinterließ neben ordentlich Wind, aber auch Schnee zum Beispiel. So sieht es übrigens aus, wenn es schneit, falls es einige vergessen haben. In Niedersachsen hat die weiße Pracht etliche eiskalt erwischt. Also während sich Wintersturm Sabine in weiten Teilen des Landes abschwächt, ist an der Nordsee noch längst kein Ende in Sicht. Auf den Inseln und an der Küste drohen weitere Sturmfluten und das wiederum heißt, es fahren einfach mal keine Fähren. Auf Norderney sitzt gerade unsere Kollegin Christina Gerlach ja buchstäblich fest. Wir sehen es, es windet auch ganz schön. Klingt so ein bisschen romantisch festzusitzen auf einer Insel, aber so viel mit Romantik hat das wohl nicht zu tun. Sie haben sich eigentlich nicht auf lange Ferien eingestellt, oder? Kommen wir mal zu den Urlaubern. Wie gehen denn die anderen Touristen mit dieser Situation um? Spezialtalasso war in der Tat gut. Auf Wangerooge übrigens haben sich Sturm und Wellen große Teile des Strandes geholt. Da könnten ja durchaus auch Kosten zustande kommen für eben einen neuen Strand. Wird das auch auf Norderney befürchtet? Vielen Dank, Christina Gerlach. Jetzt ab ins Warme mit Ihnen und hoffentlich kommen Sie morgen dann gesund zurück nach Hause. Dankeschön. Und haben Sie diese Tage eigentlich auch Kopfschmerzen? Was das mit dem Sturm Sabine zu tun hat und was man dagegen tun kann, auf brisant.de gibt es darauf die Antwort. Wie Gewaltvideos in Schulen zur Gefahr werden können, darüber reden wir gleich bei uns in der Sendung. Jetzt zu unserem nächsten Thema. Würden Sie eigentlich in einer Unfallsituation auf der Straße rechts ranfahren, erste Hilfe leisten und den Notruf wählen? Oder würden Sie einfach so weitergehen? Polizei und Feuerwehr haben heute zum Tag des Notrufes an einer Straße am Stadtrand von Osnabrück mal den Test gemacht mit einer nachgestellten Unfallszene und einem doch unglaublichen Ergebnis. Hoffentlich. Jetzt ist die Frage bei uns, wer war eigentlich zuerst da, der Mensch oder das Wildschwein? Mittlerweile kommen sie sich immer häufiger ins Gehege und das beschränkt sich nicht mehr nur aufs Land oder auf Wälder. Nein, Wildschweine erobern immer öfter Städte. Die Scheu vom Menschen ist der Neugier und einer entspannten Futtersuche gewichen. Das ist ein echtes Problem geworden und deshalb legen sich auch in Sachsen-Anhalt Jäger auf die Lauer. Sturmtief Sabine, reden wir noch einmal über sie, bringt offenbar nicht nur Schnee, sondern heizt auch Brände an. Unsere Meldungen des Tages jetzt. Das nächste Thema, liebe Zuschauer, ist gerade an Schulen immer wieder präsent. Denn ohne Handy in die Schule? Das kommt wohl für die wenigsten Jugendlichen in Frage. Es wird im Internet gesurft, was das Zeug hält. Auch Videos werden hin und her geschickt, die Sie wahrscheinlich teilweise schockieren würden. Cybermobbing, Pornografie und Hass im Netz. Wenn zu viel Internet den Alltag in Deutschlands Schulen bestimmt. Zu unserem nächsten Thema. Zwei Pastorinnen, verheiratet miteinander und das auf dem Lande in einem kleinen Ort bei Hildesheim. Vor einiger Zeit haben die beiden ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet, der ein Riesenerfolg ist. Jeden Mittwoch um 19 Uhr geben sie Einblicke in ihr Leben als Paar. Ja, sie reden über Kinderwunsch und auch über Kirchenfrost. Doch davon kann gerade so gar keine Rede sein, denn bei ihren Gottesdiensten muss man früh genug kommen, um überhaupt noch einen Platz zu ergattern. Wir haben die beiden Pastorinnen besucht. Es wird prominent bei uns und da reden wir gleich über einen der größten Entertainer der Welt, Frank Sinatra nämlich, doch vorher zu einem weiblichen Star aus den USA. Brisant prominent. Ja, mit ihr kommt wohl gerade die größte Konkurrenz für Superstars wie Taylor Swift, Miley Cyrus und Selena Gomez um die Ecke gebogen. Lennon Stella, gerade mal 20 Jahre jung und in den USA bereits ein Star. Und es ist wohl auch nur eine Frage der Zeit, bis man sie auch hier in Europa kennen wird. Die gebürtige Kanadierin, die heute in Nashville lebt, ist Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin und so hört sie sich übrigens an. Und hat auch immer einen Bleistift und möglichst auch eine Gitarre oder gar ein Klavier im Gepäck.
um eben Momente festzuhalten und Songs zu schreiben. Gerade ist sie auf Tour und in Hamburg haben wir sie getroffen. Und wenn Sie sich die junge Frau noch einmal in Ruhe ansehen und vor allem anhören möchten, dann können Sie das bei uns im Netz auf brisant.de, gibt es auch die Tourdaten von Lennon Stella. Oscar-Nacht heißt ja immer auch Outfit-Nacht. Diese drei Gewinner hier sehen ja traumhaft aus, muss man sagen. Die Frage ist nur, wie oft zieht man denn so eine Robe eigentlich an? Denn die Stars werden ja etliche Male abgelichtet und dann würde es schon so ein bisschen auffallen, wenn man solche Outfits dann mehrmals trägt. Aber ist das so schlimm oder vielleicht sogar richtig hip in einer Zeit, in der fast jeder über Nachhaltigkeit redet? Bei den BAFTAs haben es die Stars ja vorgemacht und kamen schon mal in getragenen Kleidern. Und bei den Oscars hat man einfach mal nachgezogen. Kommen wir noch mal zu ihr. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie hat diese Frau das gemacht, so viel abzunehmen, auf brisant.de erklären wir, wie diese Diät funktioniert. Und wir haben auch gleich noch die passenden Rezepte für Sie parat. Die Amigos, liebe Zuschauer, feiern in diesem Jahr ja 50-jähriges Bestehen, der absolute Wahnsinn. Und die Brüder aus Hessen hören nicht auf zu beteuern, wem sie all diesen Erfolg zu verdanken haben, ihren Fans natürlich. Und einer von ihnen ist Herbert Nebeling, er ist ein Fan der ersten Stunde, als die Amigos noch völlig unbekannt waren. Der 79-Jährige geht immer noch regelmäßig auf Konzerte des Schlagerduos und jetzt haben die Amigos aber mal den Spieß umgedreht und haben ihren Fan zu Hause besucht. Ja, und apropos die alten Zeiten, liebe Zuschauer, die einen nennen ihn voller Ehrfurcht The Voice, für die meisten ist er einfach aber nur Frankie Boy, Frank Sinatra. Bis heute unvergessen seine Songs wie dieser hier zum Beispiel oder auch New York, New York, bescherten ihm absoluten Weltruhm. Glamourös war sein Leben zwischen Las Vegas und New York, geheimnisvoll seine Beziehungen zur Mafia und auch zur Politik. Seine Karriere und sein Leben wie ein Filmdrehbuch. Ja, auf den Film warten wir noch so ein bisschen. Jetzt gibt es erstmal ein Musical, quasi als Geschenk zum 105. Geburtstag. Ein Wagnis, aber auch ein großes Vergnügen. Da kommen bestimmt noch so einige. Und das war's von uns. Ihnen jetzt noch einen ganz tollen Abend und bis morgen, Punkt 17.15 Uhr. Ich freue mich sehr auf Sie. Machen Sie es gut. Ciao.